Mitch, das ist ganz leicht, kein Problem. Du musst mir nur den Rücken frei halten. Leicht? Das höre ich zum ersten Mal, dass es leicht ist, jemandem Geld abzunehmen. Er war ernsthaft angepisst, versuchte aber ein bisschen Dampf rauszunehmen und sagte, ich bring Red Bull mit. Was? Ist ein Energy-Drink. Wenn du ein paar Amphetamine damit runterspülst, bist du auf 180. Und brandgefährlich. Ich hol dich um 12 ab, okay? Kann's kaum erwarten. Später bestellte ich eine Pizza und wartete auf die Lieferung. Ich las Seitenhieb von Charles Wilford und bedauerte zutiefst, dass es keine Fortsetzung dieser brillanten Serie gab. Im Gefängnis hatte ich ein, zwei Bücher täglich gelesen. Ich hatte vor, diese Angewohnheit beizubehalten. Es klingelte an der Tür. Ich machte auf. Keine Pizza. Ein Mann, breite Schultern, kräftig, stahlgraues Haar, dunkler Anzug. Er fragte, Mr. Mitchell? Ja. Er zog einen Dienstausweis aus der Tasche und sagte, ich bin Detective Sergeant Kenny. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Okay. Er folgte mir in die Wohnung, nahm das Zimmer ins Visier, sagte, schön haben Sie es hier. Ich nickte. Er setzte sich und sagte, wir bekommen mitgeteilt, wenn ehemalige Sträflinge in unserem Bezirk zurückkehren. Falls er eine Antwort erwartete, mir fiel keine ein. Er zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche, rauchte, ohne mir eine anzubieten, und fuhr fort. Ihren Namen habe ich wiedererkannt. Aber hey, keine Adresse. Ich wurde ohne Auflagen entlassen. Ich bin ein freier Mann. Natürlich sind Sie das. Deshalb habe ich bei Ihrem Freund Norton durchgeklingelt und er war sehr hilfsbereit. Also dachte ich, komme mal vorbei. Sieh mir an, ob Sie sich schon eingelebt haben. Wieder klingelte es an der Tür. Dieses Mal war es die Pizza. Ich nahm sie und stellte den Karton auf den Tisch. Kenny sagte, Pizza, toll, darf ich? Sicher. Er klappte den Karton auf und machte, Gott sei Dank keine Sardellen. Wie wär's mit einer schönen Kanne Tee?